Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Brigitte Box, die sich hier in diesem Karton befindet. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte Box ist eine Abo-Box, die ich kostenfrei von boxpalast.de zur Verfügung gestellt bekomme und deswegen kann ich auch in diesem Video eine Brigitte Box an einen von euch verlosen. Schau dafür einfach mal unten in die Infobox, da stehen alle weiteren Details drin. Die Brigitte Box kostet ca. 25 Euro pro Box und die kommt alle 2 Monate und du hast da Produkte aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Food auch mit drin. Genau, und hast aber immer einen deutlich höheren Warenwert, den ich dir auch immer zum Ende des Videos hin einblende und auch die einzelnen Preise von den Produkten. Also, ich mache sie jetzt mal auf. Da es eine Kooperation ist, bekomme ich auch immer so ein kleines Briefchen. Da steht dieses Mal drauf, liebe Claudia und Leute, die Is sind Herzchen. Oh, ach ja, Charlotte, du bist echt ein total toller Mensch. Wir hoffen, dass die Brigitte Box Nummer 3 zum Thema endlich Sommer dir noch mehr Vorfreude auf den Sommer macht. Ja, das hoffe ich doch auch. Hab ganz viel Freude beim Auspacken und Ausprobieren. XOXO Charlotte vom Brigitte Box Team. Danke, liebe Charlotte. Ich bin gespannt, was ihr da reingepackt habt. Hier haben wir die Brigitte Box, die dieses Mal echt in einem Sonnengelb mit Orange daherkommt. Also richtig cool. Dann haben wir auch noch die Zeitschrift Brigitte, die bei uns auch immer in den Magazinständer auf der Toilette steht, im Badezimmer. Und ja, ich bin immer ganz froh, wenn da auch Proben drin sind. Guck mal, hier steht auch hier Nivea Sun UV-Gesicht, mattierender Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist mein Lichtschutzfaktor. Sehr gut. Ja, stehen auch immer schöne Rezepte und sowas drin. Finde ich interessant. Dann sind hier noch so Kärtchen mit drin. Die Blackbox Man hatte ich ja auch schon mal mit euch zusammen das ein oder andere Mal geöffnet. Und da sind, ja, hier ist ein Gutschein. 8 Euro Treuerabatt mit dem Code BOXMAN. Den kannst du dir auch mal nehmen, wenn du möchtest. Genau, Werbung, Zeitschrift. So, unfassbar schwer ist sie dieses Mal nicht. Das finde ich auch ganz interessant. Das heißt, keine großen Produkte aufzubrauchen. Ich öffne sie vorsichtig. Riecht nach nichts. Und hier hast du das Seidenpapier mit dem Schleifchen. Genau. So. Ich hab's kaputt gemacht. Und das ist der Blick in die Box. Als erstes haben wir ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind auch die Preise drin, teilweise auch Rabattcoupons. Die blende ich dir auch immer mit ein oder schreib sie dir einfach mal unten in die Infobox. Auch alle Produkte, die ich hier drin finde, verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Schau mal vorbei, ist immer sehr informativ bei mir, weil da immer so viel drin steht. So, was haben wir hier? Das hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Das ist so ein... Ich mach's auch. Ich glaube, das habe ich mal in rosa in der Pinkbox drin gehabt. Aber es wird echt weiter wandern. Und zwar machst du dir das so auf deine Finger. Machst hier oben einen Nagellack rein und kannst dann deine Nägel lackieren. Da ich meine Fingernägel nicht lackiere, werde ich das Ding nicht benutzen. Wird dann demnächst mal weiter wandern in der Verlosung oder wo auch immer in einem Tauschpaket. Weiß ich noch nicht so genau, aber ich finde dieses Utensil nicht nützlich. Jedenfalls nicht für mich. Eine Scented Candle Ice Cream. Oh ja, ich mag Kerzen. Ich habe hier hinten im Hintergrund ja auch immer welche stehen. Genau, das ist so eine Kerze zum Aufschrauben. Da habe ich auch viele von. Boah, die riecht gut süß. Richtig schön blumig, sanft, pudrig vom Duft auch her. Richtig geil. Oh, die kann ich mir auch super hier im Hintergrund vorstellen. Die wird auch in meinen Hintergrund demnächst integriert werden. Die finde ich ja toll. Von wo ist denn die? Guck mal, hier steht drauf 3,49 Euro. Wo kommst du denn her? Maison du Monde. Häuser der Welt. Mhm. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Finde ich richtig toll. Riecht extrem süß, extrem toll. Passt auch zum Design. Entschuldigung. Und ja, gefällt mir. Also das Ding feiere ich total. Und dieser Duft. Boah, wenn das auch so riecht, wenn ich die anmache. Ich mache die jetzt an. Warte. Ich habe hier ja meinen Ultraflammenwerfer, das ist das geilste Teil der Welt, haben wir vom Thum gekauft, vom Baumarkt. Und Leute, guck mal, sieht man glaube ich nicht, ne? Doch, so ein bisschen sah man das, ne? Das ist so eine richtige, ein kleiner Flammenwerfer, der da rauskommt. Ja, genau. Hier haben wir die Duftkerze an.
Na, wir gucken mal. Das brennt jetzt ja ein bisschen, ne? Cool. Das gefällt mir richtig gut. Ich traue mich ja noch nicht, mein neues Arrangement anzumachen, was ich jetzt zum Geburtstag von meinem Cousin gekriegt habe, weil das so schön ist und ich nicht weiß, ob ich diese Kerzen genauso wiederkriege und so, ne? Okay, ja. Als nächstes von Matt Musky. Facial Detox Purifying Recovery Mask. Pore Refining, Hydrating, Anti-Aging, Brightening und Smoothing. Also das ist quasi zur Porenverfeinerung, zur Befeuchtung der Haut, Anti-Aging, also gegen Hautalterung, zum Scheinen und um das Ganze etwas weicher zu machen. Und das ist hier so ein kleines Tübchen und das finde ich ja cool. Ne? Das ist einfach eine Maske, die man sich auftragen kann und die hilft dir. Das ist ohne Tierversuche, parabenfrei und natürliche Inhaltsstoffe. Auch das ist richtig toll. Die wird nicht günstig sein, glaube ich. 15 Milliliter so ein Tübchen, ne? Da bin ich mal gespannt, was die kostet. Bestimmt so 10 Euro für dieses Tübchen. Da bin ich ja immer so schockiert von diesen Preisen, wenn ich euch die einblende. Das gucke ich ja immer im Nachhinein erst nach. Und dann denke ich mir immer, what? Okay, ne? Die ist auf jeden Fall auch mit dabei. Wird getestet, freue ich mich echt drauf, denn ich bin ein Maskenfan. Und zurzeit drehe ich auch so ein Video, wo ich mehrere Masken für euch teste. Vielleicht kann ich die mit integrieren. Mal gucken. Peony Cold Lashes. Auch die wird weiter wandern, denn die habe ich letztens erst aussortiert. Mascara for Thick Bouncy Lashes, genau. Die soll dir Volumen machen und auch das ist Naturkosmetik, glaube ich, oder? Das ist tierversuchsfrei, ohne Parabene, ohne Gluten. Ja, Natur steht jetzt hier nicht drauf, aber get healthy, get inspired. Mhm. Die ist okay, ne? Also das habe ich halt, wie gesagt, aussortiert. Die ist wirklich okay, ich mache sie jetzt nicht ganz auf. Aber ich habe einfach bessere da. Die ist mir einfach zu dezent gewesen. Die verlängert schön die Wimpern und gibt auch wirklich, dass sie die Wimpern schön auffächert. Aber sie gibt halt nicht diese Fülle, die ich normalerweise bei Mascaras haben möchte. Und wenn ich doch genug Mascaras da habe, dann kann ich auch mal aussortieren und weitergeben. Und die wandert in eine Verlosung, ist aber ein tolles Produkt. Ne? Ich habe halt nur hohe Ansprüche und viel da. Kurzer Zwischenstand. Ist das hier ein Sommerthema? Kerze finde ich toll. Kann man auch schön so im Garten anhaben, wenn du eine Gartenparty hast zum Beispiel. Die Maske finde ich toll, weil du ja diese Befeuchtung der Haut hast und Porenverfeinerung. Also schöne, natürliche Haut willst du ja auch im Sommer haben, um nicht so eine Schicht Make-up drauf haben zu müssen. Die Mascara ist halt dezent und sanft. Und ich glaube sogar, dass die auch wasserfest war. Nee, wasserfest ist die jetzt nicht, aber trotzdem ist die halt gut. Also, ne? Ja, und diesen Nagellackhalter kann man halt in dem Sinne dann ganz gut nehmen, wenn man sich die Nägel lackiert, was man ja im Sommer vielleicht ein bisschen mehr macht als im Winter. Keine Ahnung. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die Produkte schon zum Endless Summer oder endlich Sommerthema passen. Das nächste Produkt, was wir haben, ist von Bella Pierre Cosmetics und das ist ein Cheek and Lip Stain. Mhm. So sieht es aus. Das ist so ein Tübchen. Ich bin da immer zwiegespalten. Einerseits finde ich solche Tübchen ganz toll. Hier hast du sogar so Punkte drauf, wahrscheinlich weil das ein bisschen warm geworden ist und dann wieder abgekühlt oder so, weiß ich nicht. Ne? Meistens riecht das gut, das riecht jetzt hier nach nichts. Ich mag mir nicht so gerne Lipbalms aufgeben, die in so einem Tübchen drin sind, weil ich da halt auch irgendwann mit dem Finger nicht mehr reinkomme. Benutze ich das jetzt, aber dann kann ich das nicht mehr weitergeben, ne? Aber ich kann das in der Familie weitergeben, genau. So, ich habe ja weder Foundation heute drauf, noch habe ich was auf den Lippen und das testen wir jetzt mal. So, fangen wir einfach mal an. Also von der Textur her sehr cremig, wie man das halt normalerweise auch so kennt bei solchen Viechern, ne? Und das kommt erstmal auf die Lippen. Ich mache das jetzt auch so, wie es quasi gedacht ist. Also im Prinzip, wenn du halt unterwegs bist und das nachlegen möchtest, soll es ein natürliches Ergebnis geben, dass du halt nicht jetzt groß geschminkt aussiehst, sondern natürlich, ne? Also nicht mit Pinseln, sondern mit Fingern. Ja, es ist schon rosa, also es sieht relativ natürlich aus, also als hätte man so einen Hauch Farbe auf den Lippen, aber ich finde es für mich schon ein bisschen zu sehr Barbie-mäßig, ne? So, jetzt mache ich das mal so ein bisschen, weil jetzt hier, ne, wenn man das Pöttchen sieht, es ist schon eine andere Farbe. Naja, aber ich mache das hier mal auch auf die Wangen drauf. Okay, ich muss ein bisschen mehr eintupfen dann wahrscheinlich. Okay, das ist sehr ergiebig auch auf den Wangen. Ne? Das ist schon heftig, finde ich. Aber gut. Da kannst du dir halt so einen leichten Pseudo-Sonnenbrand, wie auch immer, mitzaubern. Kann man wohl mal machen. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt haben. Das heißt, ich mache mir das mal eben der Symmetrik halber nochmal auf die andere Seite auch. Ich finde es auch ein bisschen zu rosa für mich, muss ich gestehen. Eigentlich bin ich eher so der peachige Ton, finde ich. Also was so Blushes und sowas angeht, da bin ich nicht so für rosa
zu haben, weil meine Haut da nicht so, ne, das wirkt dann halt sehr schnell sehr doll bei mir, weil es nicht so gut passt. Und dann fällt das halt mir auf und ist dann halt schnell unnatürlich, ne? Ja, kann man haben, ist jetzt aber kein absolutes Muss, würde ich mal so sagen. Das heißt, das Produkt wird auf jeden Fall jetzt im Freundeskreis weiter wandern, da werden sich meine Mädels drüber freuen. Aber für mich passt es halt nicht so ganz, auch wenn es irgendwie ganz niedlich aussieht und zu meinem Lippenstift passt, aber zu meinen Fingernägeln passt, ne? Aber haut mich jetzt nicht von den Socken da, nehme ich lieber andere Produkte. Passt aber auf jeden Fall zum Motto. Da will ich mich gar nicht beschweren. So, Isana. Ja, Augenroller, Hydro-Booster, Hydro-Booster. Ich glaube, den habe ich letztens erst weitergegeben. Ist aber nicht schlimm, werde ich behalten. Aber nicht für mich, sondern geht in ein Tauschpaket für bald, denn da habe ich was vor. Das ist von Isana, der Hydro-Booster. Das ist ein Hyaluron- und Koffein-Roller. Und zwar, genau, so sieht die Verpackung aus. Bei dem ist das Coole, dass du da halt vorne so eine Metallrolle dran hast. Falsche Seite. Hast du auch immer die Sachen auf der falschen Seite auf? Ach ja. Genau. So sieht der Augenroller aus. Also das ist einfach so ein Viech. Und hier oben hat er halt diese Rolle dran, diesen Augenroller. Und das kühlt halt wirklich schön die Augenpartie und wird aber bei mir jetzt demnächst in ein Tauschpaket wandern. Der kühlt zwar schön, am besten bewahrst du das im Kühlschrank auf und verwendest es dann. Aber ich habe aktuell eine sehr sensible Augenpartie und habe da so ein bisschen, dass ich schauen muss, welche Produkte bei mir funktionieren. Und da habe ich jetzt gerade eins gefunden von Lovely, die Augencreme. Und die benutze ich dann auch dementsprechend. So. Das hier wird auf jeden Fall in ein Tauschpaket wandern. Es ist noch lange nicht vorbei, Leute. Ach, Love Me Green, Certified Organic Regenerating Night Face Cream. Mensch. Ecosia Organic Cosmetic, okay. Das finde ich auch interessant. Ich suche ja immer nach Cremes, die halt sich so in diesen Tübchen befinden, weil ich die einfach viel schöner in der Anwendung finde und du nicht halt mit der ganzen Hand, das hört sich auch ein bisschen krass an, aber mit dem Finger richtig in so einen Cremepot rein musst. So kannst du dir einfach die entsprechende Menge rausnehmen, auf die Finger machen, aufs Gesicht geben, fertig. Finde ich viel, viel praktischer und da bin ich gespannt drauf. Nachtcreme mit Bio-Gelée Royal. Oh, das ist immer sehr schön für Hautalterung und so. Gegen Hautalterung. Das leistungsfähige Bio-Gelée Royal. Reich an natürlichen Antioxidantien, regt die Zellerneuerung der Haut an. Genau, das ist Gelée Royal. Das hat irgendwas mit Bienen zu tun. Ich glaube, Gelée Royal ist das, was quasi die Bienenkönigin produziert, damit die Bienen Larven essen und wachsen. Das ist das, glaube ich. Genau. Na, damit die Larven, die später zu Königinnen werden, das, ich weiß es nicht, ich bin da auch nicht so ganz drin. Genau, und das ist von der Marke Love Me Green, da sind 50 Milliliter drin und ich riech mal, nein, kann ich nicht, das ist zu. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Aber es riecht süß. Oh, ich glaube, das wird eine süße Geschichte. Da freue ich mich drauf. Das ist toll. Ja, und ich denke auch, dass es irgendwie Naturkosmetik oder sowas ist, weil das halt auch nur 6 Monate haltbar ist. 98% sind von natürlichem Ursprung von den Inhaltsstoffen und 14% von organischem Anbau. Ne? Coole Sache, da freue ich mich richtig drüber. Geiles Produkt. Und das riecht so gut. So richtig süß, ne? Süß und ich, wir sind so. Die Kerze riecht auch mittlerweile sehr schön hier rüber. So, weiter geht's im Text. Duschschaum Acai oder Acai Yuzu vitalisieren von Spitzner. Na guck, das kann vielleicht was werden, wenn das nicht zu frisch riecht. Also wenn es jetzt wirklich richtig heiß ist, dann ist es okay, wenn da auch mal ein bisschen was Frisches mit auf meinen Körper kommt, also frische Düfte. Aber ich bin da jetzt nicht generell heiß drauf. Also so geil finde ich das Packaging jetzt nicht. Spricht mich nicht so ultra an, weil ich halt nicht so der Grün-Gelb-Fan, was Verpackung angeht, bin. Ne? Weil das ja immer für Frische spricht und das bin ich jetzt nicht so. Weckt die Lebensgeister, frisch, fruchtig, gut. Ja, Säure von Yuzu, Stachelbeere, Seidiger Schaum ist wieder schön. Milde Tenside ist positiv, aber Tenside sind eigentlich nicht so gut. Kann man das riechen? Riecht sehr, sehr männlich. Nee, das ist nichts für mich, Leute. Wonach riecht das denn? Das riecht extrem männlich, wie ein Cocktail.
Ja, nee. Nee, nee, das wird weiter wandern. Das ist nichts für mich. Das riecht jetzt schon nicht so nach dem, was ich so haben möchte. Ich bin süß und, also ich rieche gerne süße Sachen, fruchtige Sachen und so. Ne? Und blumig. Aber das riecht nicht blumig oder so. Nee. Das ist schon wieder toll. Die hatte ich auch schon mal. Die fand ich gut. B-Routine Pre-Make-Up Care. Your look is wow, girl. Aktivkohle Maske. Eine klärende und erfrischende mit Aktivkohle und Tonerde für Tiefenreinigung. Eiwertfein. Mit Shea Butter und Pflegekomplex. Bla bla bla. Mhm. Ein bis zweimal pro Woche verwenden. Okay, ich habe nur ein Vieh. Und danach soll man dann, weil es ja quasi ein Your Look is Wow Girl Pre-Make-Up-Gedöns ist, danach soll man dann sich schminken. Das finde ich interessant. Okay. Wird getestet. Also das mit dem Schminken danach, denn die Maske habe ich schon mal getestet und die fand ich gut. Ja, ne? Klärende Masken sind auch nice aktuell. Mag ich. Sehr schön. So, weiter geht die wilde Reise. Yves Rocher habe ich damals so viel verwendet. Ich sag euch das. So, so viel. Ich hatte ständig was von Yves Rocher. Aber irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf, weil ich hatte die Gerüche einfach über. Und von der Kosmetik her war mir das zum einen, weil ich halt echt jung war, zu teuer. Und zum anderen irgendwie auch nicht so Cabernet-mäßig, ne? Da bin ich lieber zu DM gegangen. Auf jeden Fall ist es ein Fuß-Eisgel. Das finde ich toll. Mit Lavendel, ohne Mineralöl. Sehr gut. Antimüdigkeit. Mhm. Aha. Für heiße Füße. Also wenn du richtig im Hochsommer richtig viel gelaufen bist, durch die Gegend gelaufen bist und dann dieses Ding benutzt, dann geht's dir wieder gut. So der Plan. Jo. 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, ohne Mineralöle oder ist Menthol drin. Huhuhuhu. Das Gel zweimal am Tag am Bein entlang auftragen und in die Füße einmassieren. Dermatologisch getestet. Okay. Da muss ich gucken, ob ich das mag. Ich habe leider das Problem, dass wenn ich halt so mentholige Sachen nehme oder so, auch was so Gesichtsmasken angeht, dass meine Haut da echt drauf reagiert und sie einfach fürchterlich brennt. Das heißt, sowas kann ich nicht benutzen, wenn meine Poren gerade geöffnet sind. Sprich, wenn ich gerade aus der Dusche komme, wo ich normalerweise Fußcreme benutze. Das muss ich dann tatsächlich später nehmen, wenn meine Poren wieder geschlossen sind oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ist aber interessant und wird im Sommer auf jeden Fall getestet. Ne? Sehr cool. Antimüdigkeit. So. Ich glaube, wir sind schon beim letzten Produkt. Ja. Pflege Plus mit AHA und Olivenöl. Eine revitalisierende Bodylotion. Ja, man möchte natürlich einen wunderschönen Körper haben und eine ganz tolle glatte Haut, wenn man nicht viel anhat, sag ich mal. Ja, ne? Und das ist von Dove. Gucke mal. Da weiß ich nicht, ob ich das selber behalten werde oder ob ich das weitergebe. Nicht, dass mir das zu reife Haut habe ich nämlich nicht. Hier steht nämlich für reife Haut drauf. Ich habe keine reife Haut. Das tut mir leid. Bin zwar 30 jetzt, aber ich habe keine reife Haut. Riecht auf jeden Fall sehr lecker. Und ich denke, dass es auch sehr gut sein wird für die Haut. Ich muss mal schauen. Entweder gebe ich das weiter in der Familie, weil ich da jemanden kenne, in dem das sehr gut tun würde. Hört sich jetzt blöd an, aber der sich da sehr drüber freuen würde. Oder ich verwende es halt selber. Ich muss mal gucken. Aber es riecht echt gut. Mit Olivenöl und AHA. Sagt mir so jetzt nichts, ne? Feuchtigkeit und Tiefenpflege. Ist ja eigentlich ganz gut für die Haut, ne? Und dann ist der Haut doch irgendwie egal, wie alt die ist. Wir sagen der Haut nicht, wie alt sie ist. Kriegt sie es trotzdem. So, die Box ist leer. Was haben wir für einen Wert? Ich sag mal 65 Euro. Hier blende ich dir mal ein, was die Produkte tatsächlich wert sind. Bin wirklich gespannt. Kannst auch gerne mal hier oben abstimmen, ob dir die Box gefallen hat. Ja, also ich fand sie eigentlich ganz gut. Passte auf jeden Fall zum Thema. Das ein oder andere Produkt werde ich weitergeben, weil es mir halt so nicht zusagt. Andere Produkte passen mir eigentlich ganz gut, weil ich gerade für ein Tauschpaket sammle. Also von daher passt das. Ja, doch. Hat mir gefallen. Schau bei der Verlosung vorbei. Alles steht unten in der Infobox. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Das sind viele. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!